بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine sehr geehrten Geschwister. Wir wollen heute weitermachen mit der Schlacht von Tabuk in unserer Reihe über die Sire unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, da wir letzte Woche die Schlacht nicht abschließen konnten, sondern wir haben uns lediglich mit den Vorbereitungen auf die Schlacht beschäftigt gehabt. Aber lasst uns vielleicht noch einmal inshallah ta'ala die wichtigsten Eckdaten dieser Schlacht ins Gedächtnis rufen. Wann war die Schlacht gewesen, die Schlacht von Tabuk? In welchem Jahr? Du darfst es aus deiner Hand heben, wenn du willst. Im Jahr 9 nach der Hijra, korrekt. Welche Schlacht war vor der Schlacht von, also welche große Schlacht fand vor der Schlacht von Tabuk statt? Vielleicht auch hier die Brüder, ja? Nein, nicht Mu'tah. Was? Al-Ta'if, richtig, genau. Al-Ta'if und vor Al-Ta'if? Hunayn, richtig. Die Schlacht von Hunayn. Ja? Wir finden uns also jetzt im Jahr 9 nach der Hijra unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, circa 6 Monate nach der Schlacht von Al-Ta'if und der Schlacht von Hunayn, welche aufeinanderfolgend gewesen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er bereitet jetzt einen Feldzug gen Norden vor. Wo befindet sich ein Tabuk? Wo befindet sich Tabuk? Also wir haben gesagt, Norden, wie weit nördlich? Wie weit nördlich von Medina? Ja, die anderen dürfen auch mitmachen, die Schwestern dürfen auch mitmachen, inshallah. Wie weit nördlich von Medina, Schwestern, ungefähr? Damit es nochmal klar wird, was für eine schwierige Schlacht es sich handelte, um was für einen schwierigen Feldzug. Ungefähr, nimm mir mal ungefähr eine Zahl. Ich lasse die nicht gleich ran, aber ich will auch die anderen mit einbeziehen, inshallah ta'ala. Gut. Circa 650 Kilometer nördlich von Medina, was natürlich, alaikum salam, Sheikh al-Habib, was natürlich eine riesen Distanz ist, ja, gerade auch für die damalige Zeit, selbst für heutige Verhältnisse. Ich meine, es ist wie von hier nach München, ja, wenn man mit dem Zug fährt, ja, dauert das schon, ja, 6 Stunden mit dem ICE, ja, weil es ja, es gibt jetzt einen Schnell-ICE, aber das dauert schon, es ist eine anstrengende Reise. Und das muss man sich ja vorstellen, mitten im Sommer, ja, auf Tieren. Ja, das ist eine unglaublich beschwerliche Reise. Und hier kommen wir schon zur nächsten Frage. Und zwar, die Schlacht hatte 3 Namen gehabt oder ist unter 3 Namen bekannt. Welche Namen sind das? Al-Usra. Al-Usra, richtig, sehr gut. Was heißt Al-Usra? Was bedeutet Al-Usra? Von Asir. Und was heißt Asir? Schwer. Ja, ist eine sozusagen sehr schwierige Unternehmung gewesen. Ja, Al-Usra. Al-Fadiha. Richtig, was heißt Al-Fadiha? Warum Bloßstellung? Weil die Heuchler in dieser Schlacht bloßgestellt wurden. Und die dritte Name? Tabuk. Ja, weil es dort sozusagen, ja, in Tabuk stattgefunden hat, wo es auch eine Wasserquelle gab, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, inshallah ta'ala. Gut, wie groß war die Anzahl der Muslime, die sich an dieser Schlacht beteiligt hatten? Ungefähr. 3000? Hängen wir noch eine Runde Null ran. 30.000 ungefähr. Ja, zwischen 20, da gibt es verschiedene Dings, aber es war auf jeden Fall eine
große Anzahl für damalige Verhältnisse. Kann es nicht genau sagen, aber manche sprechen von 30.000. Ja. Manche stellen die Zahl ein wenig in Frage und sagen, ja, es waren wahrscheinlich sehr viele gewesen, aber nicht ganz so viele. Aber es war die größte Schlacht überhaupt, welche die Muslime beschritten hatten. Die größte Schlacht hinsichtlich der Anzahl derjenigen, die daran teilgenommen haben. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass eine ganze Sure im Koran sich, und zwar eine lange Sure im Koran, sich mit dieser Schlacht auseinandersetzt. Ja, welche Sure ist das? Jetzt dürfen die Schwestern aber auch mal was sagen. Ja, jetzt bestehe ich drauf. Ja, welche Sure beschäftigt sich mit der Schlacht von Tabuk? Welche Sure? Ah, eins. Dann muss ein Bruder ran, bitte. Surat At-Tawbah, richtig, barakallahu fikum. Surat At-Tawbah. Ja? Welche sich intensiv mit der Schlacht von Tabuk auseinandersetzt. Sehr, sehr schön. Masha'Allah. Wir hatten letzte Woche noch darüber gesprochen gehabt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Muslime motivierte und anspornte, für diese Schlacht zu spenden. Warum muss man für eine Schlacht spenden? Ja, man muss dafür spenden, damit die Menschen, die sich auf diesen langen Weg begeben, auch Ausrüstung haben. Man braucht Waffen, ja, man braucht Reittiere, man braucht Proviant. Also logistisch gesehen und was den Proviant betrifft, eine wirklich sehr, sehr teure Angelegenheit. Und aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Muslime angespornt und motiviert zu spenden. Und es haben sich einige Muslime, viele Muslime besonders hervorgetan, ja, welche teilweise wie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda ihr gesamtes Vermögen gespendet haben oder wirklich große Mengen an Gold und an Reittieren zur Verfügung gestellt haben für diese Schlacht, wie beispielsweise Uthman ibn Affan. Und jetzt macht sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf den Weg. Mitten im Sommer. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er gibt bekannt, dass er losmarschieren wird und er wartet auf niemanden. Wie soll er das auch machen bei so einer großen Anzahl? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es gab damals noch keine Berufsarmee, wie wir sie heute kennen, ja, wo es Einheiten gibt und wo jeder natürlich Kommandant dann seine Einheit kennt und genau die Namen etc. Aber das gab es nicht. Sondern es basierte auf freiwilliger Basis, auch wenn es eine religiöse Pflicht gewesen ist. Aber grundsätzlich konnte keiner dafür belangt werden, rechtlich. Es ging aber um eine Sache zwischen dem Muslim und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala. Weil religiös gewesen war es eine Pflicht gewesen, rechtlich gesehen nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er begab sich auf den Weg. Jetzt nochmal eine Frage, die ich vergessen hatte, die natürlich sehr, sehr wichtig ist. Gegen wen wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überhaupt marschieren? Um wen handelte es sich eigentlich? Wer war eigentlich der Feind gewesen? Wie bitte? Usama? Nein, nicht Usama. Die Byzantiner, aber nicht nur die Byzantiner direkt, sondern... Nicht die Byzantiner direkt, sondern es gab auch die Vasallen der Byzantiner, das heißt die arabischen Stämme, ja, welche das Christentum angenommen hatten und welche der verlängerte Arm des Byzantinischen Reiches gewesen sind. Insbesondere auch der Stamm der Ressassiner. Ja, der Stamm der Ressassiner, ein großer arabischer Stamm, der an der Seite des Byzantinischen Reiches gekämpft hat und der verlängerte Arm, gerade auch auf der arabischen Halbinsel, im Norden der arabischen Halbinsel, für das Byzantinische Reich gewesen ist. Und da sehen wir noch einmal, wie zersplittert auch die Araber damals gewesen sind und dass erst durch den Islam die Araber wirklich eine Einheit gebildet haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er marschiert jetzt also los und er wartet auf niemanden. Und immer wieder haben einige Sahabe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, ja Rasulallah, da ist aber noch jemand, der will nachkommen, der hat es nicht geschafft. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann antwortete, da'uhu in yakun fihi khair, fasayulhiquhu Allahu ta'ala bikum. Lasst ihn, wenn in ihm Gutes liegt, dann wird Allah ta'ala ihn nachkommen lassen.
وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ. Sollte es aber etwas anderes sein, dann hat Allah Ta'ala euch ja, vor ihm bewahrt. Dass ihr keine Kopfschmerzen habt mit jemandem, der eigentlich nicht wirklich will, der die ganze Zeit nur am Rumnörgeln ist, am Rummeckern ist und die gesamte Truppe aufhält und auch mental der Gruppe schadet, weil sie nicht wollen. Und es gab jetzt, subhanallah, zwei Gefährten unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, welche zu den aufrichtigen Gefährten gehörten, welche sich aber verspätet hatten. Der erste ist Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari, und wir wissen, Abu Dharr ist jemand gewesen, der nach der Wahrheit gesucht hat, jemand, der zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam ausgewandert ist, ist ein Muslim der ersten Stunde, ist der Erste, der vor der Kaaba die Shahada ausgesprochen hat und beinahe getötet wurde. Also es ist auf keinen Fall jemand, der Heuchelei in seinem Herzen hatte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat über Abu Dharr gesagt, es gibt niemanden, der eine wahrhaftigere Zunge hat als Abu Dharr. Niemanden, der wahrhaftiger ist in seiner Sprache als Abu Dharr, Allahu Akbar. Also jemand, der wirklich sehr, sehr ehrlich gewesen ist. Und auf jeden Fall berichtet Ibn Ishaq, radiyallahu anhu, dass die Leute zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sprachen, Ya Rasulallah, qad takhallafa Abu Dharr. Abu Dharr ist zurückgeblieben. Und sein Reittier ist zu langsam und deswegen kommt er nicht nach. Woraufhin der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, genau dasselbe sagte, was er über all die anderen sagte. Lasst ihn, wenn in ihm Gutes stecken sollte, dann wird Allah Ta'ala ihn schon nachbringen. Und wenn nicht, dann hat Allah Ta'ala euch vor ihm bewahrt. Subhanallah, in diesen Worten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, liegt eine sehr, sehr wichtige Lehre. Wer zurückbleibt in der Da'wah, wenn es um den Einsatz auf dem Wege Allahs geht, der schadet sich im Grunde genommen nur selbst. Viele Menschen denken, ah, Alhamdulillah, ja, ich muss diese Arbeit jetzt nicht machen. Alhamdulillah, ja, keiner hat bemerkt, dass ich jetzt schnell nach Hause gegangen bin, ja, bevor alles weggeräumt wurde. Du hast dir selbst damit geschadet. Weil Allah Ta'ala, er nutzt für seine Religion und für die Unterstützung seiner Religion nur diejenigen, die er auch wirklich liebt. Hört euch mal diesen schönen Hadith an. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبَدًا إِسْتَعْمَلَهُ. Wenn Allah einen Diener liebt, dann benutzt er ihn. Und dann fragten die Sahaba, وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ. Und wie benutzt er ihn, o Gesandter Allahs? Woraufhin der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, يُوَفِّقُهُ إِلَىٰ عَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ. Er verhilft ihn zu einer frommen Tat vor seinem Tod und dann nimmt er ihn zu sich. Denke immer daran, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wenn du etwas Gutes tun kannst für die Gemeinschaft, für dich selbst, indem du spendest, indem du dich einsetzt, indem du für die Menschen da bist, indem du mithilfst, etwas trägst, denke immer daran, dass Allah Ta'ala mit dir etwas Gutes vorhatte. Und immer dann, wenn du eine gute Sache nicht machen kannst und daran gehindert wirst, sei dir sicher, dass das kein gutes Zeichen ist. Genauso wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier gesagt hat. Wenn in ihm etwas Gutes ist, dann wird er schon nachkommen. Das ist mit Anstrengung verboten. Aber wenn in ihm etwas Gutes ist, dann wird er nachkommen. Und wenn nicht, dann hat Allah Ta'ala euch davor bewahrt. Und genauso muss ich es sehen. Wenn ich in der islamischen Arbeit tätig bin, dann ist das eine Gnade von Allah. Allah Ta'ala, er hat mich zu einem Werkzeug für seine Religion gemacht. Er hat mich zu einem Instrument für seinen Glauben gemacht. Was gibt es Besseres? Allah hat dich auserwählt, dass du in die Fußstapfen der Propheten treten darfst. Du darfst etwas für seinen Glauben tun. Allah Ta'ala, er spricht immer wieder darüber im Koran. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. Diejenigen, welche die Botschaften Allahs verkünden und ihm fürchten und niemanden anderen außer Allah fürchten. Allah hebt diese Menschen hervor. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Und wer sagt Besseres als jemand, der zu Allah einlädt
und rechtschaffen handelt und sagt, ich gehöre zu den Muslimen. Allah hat diese Menschen auserwählt. Und wenn du etwas Gutes tun kannst für die Gemeinschaft, für den Islam, für die Gesellschaft, dann ist das eine Ehre, eine Auszeichnung für dich. Ja, das ist mit Anstrengungen verbunden. Du hast dann vielleicht nicht so viel Ruhe wie die anderen. Du hast dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit für deine persönlichen Hobbys wie die anderen. Aber du hast etwas Gutes machen können. Etwas, was eine Spur hinterlässt. Weil das ist es, worauf es ankommt. Worauf kommt es an, wenn du diese Dunya verlässt? Das, was du für dich selbst getan hast und für dich selbst genutzt hast, oder das, was du für die Menschen getan hast? Was bleibt zurück? Wie viele Menschen gehen von dieser Dunya und kein Mensch interessiert es? Warum? Weil sie nur für sich selbst gelebt haben. Sie sind arbeiten gegangen, haben gegessen, haben getrunken. Schön, die haben vielleicht einige Angehörige, Freunde, die dann traurig sind, aber sie haben nicht wirklich etwas hinterlassen. Und es gibt wiederum andere Menschen, die wirklich etwas hinterlassen haben. Und dann werden sich die Menschen daran erinnern, darum geht es nicht, deswegen mache ich das nicht, dass sich die Menschen daran erinnern. Weil wie viele Menschen haben etwas getan und sind verborgene Soldaten, Allah subhanahu wa ta'ala, keiner kennt sie, ja, aber Allah weiß, was sie getan haben für den Islam. Und das ist es, worauf es ankommt. Und deswegen sollten wir immer diese Einstellung haben, wenn in uns etwas Gutes liegt, dann wird Allah uns nutzen. Wenn nicht, dann ja, kommen schon andere. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Und wenn ihr euch abwendet, wird er euch eintauschen mit anderen, die nicht so sein werden wie ihr. So einfach ist es. Möge Allah Ta'ala uns zu Werkzeugen für seinen Glauben, für seinen Dien, für seine Religion, für seinen Islam, für die Botschaft unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam werden lassen. Amin, Rabbil Alamin. Allahumma ista'milna wa la tastabdilna. Macht immer wieder dieses Dua. O Allah, mache uns zu einem Instrument für dich und tausche uns nicht aus. Mache uns zu einem Werkzeug für dich und tausche uns nicht aus. Auf jeden Fall Abu Dharr radiallahu anhu, damit wir zurückkommen, ja, er wusste nicht, was er machen soll und sein Reittier war sehr, sehr langsam gewesen. Und was hat er dann gemacht? Er hat den ganzen Proviant, den er brauchte für die Reise, auf seinen Rücken genommen und ist gelaufen. Allahu Akbar. Schaut mal jemand, der aufrichtig ist. Er will unbedingt daran teilnehmen. Er will nicht zurückbleiben. Er weiß, er gehört nicht zu den Schwachen. Er gehört nicht zu den Kranken. Er gehört nicht zu jenen, welche eine Ausrede haben, welche eine Entschuldigung haben. Und deswegen läuft er dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und den Muslimen nach zu Fuß. Allahu Akbar, was für ein beschwerlicher Weg. Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch lernen. Es gibt, wenn ich merke, okay, ja, ich komme nicht gleich an eine Sache heran, ja, dann versuche ich es auf anderen Wege, so wie Abu Dharr al-Ghifari es getan hat. Und schaut mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn jetzt auszeichnete. Erst einmal sahen sie vom Weiten, ja, einige haben gesagt, oh Gesandter Allahs, da kommt jemand zu Fuß. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, kun Abu Dharr, sei Abu Dharr, sei Abu Dharr, subhanallah. Und es war Abu Dharr gewesen. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, schaut mal diese Worte, rahim Allahu Abu Dharr, möge sich Allah Abu Dharr erbarmen, yamshi wahdahu, er läuft allein, wa yamutu wahdahu, und er wird alleine sterben, wa yub'athu wahdahu, und er wird alleine auferstehen. Und genau diese Worte sollten sich auch bewahrheiten. Jahre später, in der Zeit, ja, von Uthman radiallahu anhu arda, als er, da gibt es eine lange Geschichte, ja, dann nach Ar-Rabwa ging es, ein Ort außerhalb von Medina, es gab einen Streit und er war mit seiner Familie unterwegs gewesen und subhanallah, dann wurde er krank. Und dann meinte er zu seiner Frau, die dabei gewesen ist, ja, wenn ich sterben sollte, dann sozusagen tu mich an den Weg. Und dann kam eine Gruppe von Muslimen vorbei, in denen Abdullah ibn Mas'ud gewesen ist. Und dann sah er Abu Dharr, der gestorben ist. Und er sagte, Sadaqa Rasulullah. Allahu Akbar. Guck mal, wie viele Jahre vergangen sind. Sadaqa Rasulullah. Der Gesandte Allahs hat die Wahrheit gesprochen. Als er sagte, ja, Rahim Allahu Abu Dharr. Möge sich Allah Abu Dharr erbarmen. Er geht allein und er war alleine gewesen. Ganz allein mit seiner Familie. Ja, und er wird allein sterben und er wird alleine am jüngsten Tag auferstehen. Genauso wie er alleine damals nach Medina gekommen ist, ja, und nach Mekka gekommen ist, um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam kennenzulernen, ja, und den Islam angenommen hat.
Er hat schon damals die Hijra gemacht. Bevor irgendjemand überhaupt die Hijra machen konnte, hatte er Hijra gemacht. Zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach Mekka. Ja, und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ehrte ihn mit diesen Worten. Wallahi, dafür hat sich dieser Weg gelohnt. Dafür hat sich das Laufen gelohnt. Dass man solche Dinge bekommt. So etwas bekommt man nicht einfach so. Solch eine Auszeichnung vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam bekommt man nur, wenn man bereit ist zu opfern. Etwas zu tun für den Glauben. Ein anderer, der ebenfalls zurückgeblieben ist, ist ein aufrichtiger Muslim. Und zwar Abu Khaythama. Abu Khaythama, ja, er lebte in Medina. Er hatte zwei Ehefrauen gehabt. Und es war gerade mitten im Sommer gewesen und er kam nach Hause. Die Frauen hatten alles für ihn vorbereitet gehabt, haben Wasser vor sein Haus gespritzt, dass es schön kühl ist. Und dann kam er und er wollte eigentlich immer jedes Mal, hat er sich gesagt, jetzt, heute gehe ich nach. Und irgendwann einmal war der Prophet weg. Sallallahu alaihi wa sallam. Und dann ging er eines Tages nach Hause und er sah seine beiden Frauen. Und dann dachte er an den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte, Subhanallah, ich bin hier in meinem Palmgarten. Meine beiden Frauen haben alles schon vorbereitet. Ich kann mich jetzt in den Schatten setzen. Und der Gesandte Allahs ist der glühenden Hitze der Sonne ausgesetzt. Und er bekam schlechtes Gewissen. Und so ist ein Muslim. Ein Muslim kann Fehler machen. Aber jemand, der Bewusstsein hat, der wird sehr, sehr schnell merken, dass er einen Fehler gemacht hat und der wird versuchen, diesen Fehler zu korrigieren. Und deswegen Abu Khaythama, als er dann in diesem Moment über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nachdenken musste, sagte er direkt zu seinen Frauen, bereitet mir etwas zu essen vor. Er machte sein Pferd fertig und er ritt dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam hinterher und er holte sie erst wo ein? In Tabuk. Und als die dann vom Weitem einen Reiter sahen, sie wussten nicht, wer das ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wieder, kun Abu Khaythama, sei Abu Khaythama. Und es war Abu Khaythama gewesen. Und daraufhin ging der Abu Khaythama zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und entschuldigte sich beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ertadelte ihn ein wenig und sagte, aula laka, ja Abu Khaythama, was ist los mit dir, Abu Khaythama? Ja, wehe dir, aula laka fa aula, haben wir in Surat al-Qiyama. Wehe dir, was hast du gemacht? Ja, und dann hat er für ihn Dua gemacht und hat ihm Gutes gesagt. Warum? Weil er gesehen hat, dass er versucht hat, das wieder gut zu machen. Und das ist es, worauf es ankommt, meine lieben Geschwister. Jeder von uns kann einen Fehler machen. Jeder von uns kann mal eine Phase haben, wo er etwas schwächelt. Aber wichtig ist, dass ich versuche, schnell wieder zu erwachen. Stellt euch mal vor, Abu Khaythama wäre nicht nachgeritten. Dann wären die Konsequenzen für ihn noch viel, viel größer gewesen. Ähnlich wie die Konsequenzen für die drei, über die wir heute auch inshallah ta'ala sprechen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er befindet sich auf dem Weg nach Tabuk. Und auf dem Weg nach Tabuk gibt es einen Ort, der heißt Mada'in Salih. Mada'in Salih. Das sind die Wohnstätten des Propheten Salih. Welches Volk oder zu welchem Volk wurde der Prophet Salih geschickt? Von den Thamud. Und die Thamud, sie hatten ja unter anderem auch, also sie hatten gewaltige Wohnstätten gehabt, die Sahabe wirklich wunderten, die dort vorbeikamen, weil die Thamud in den Felsbrocken ihre Wohnungen hineingemeißelt haben. Allahu Akbar. In die Felsbrocken die Wohnungen hineingemeißelt haben. Also gibt es immer noch heutzutage, ja, wenn ihr auf YouTube schaut, ja, oder auf Wikipedia, da seht ihr immer noch die Monumente von den Thamud. Und die Sahabe haben sich gewundert und waren überrascht gewesen und erstaunt gewesen über das, was die Thamud geschaffen haben. Und das ist ca. 270 Kilometer von Tabuk, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann auch Rast gemacht hat. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er die Menschen sah, wie sie sich jetzt anschauten und wie erstaunt sie gewesen waren, gerufen hat, As-salatu jami'a. Kommt zum Gebet, wir versammeln uns zum Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war zornig gewesen. Und er sagte, ma tadkhuluna ala qawmin radiballahu alaihi. Warum? Ja?
geht ihr in die Wohnstätten von einem Volk, gegenüber dem Allah subhanahu wa ta'ala zornig gewesen ist, woraufhin ein Mann rief und sagte, Na'jabu minhum ya Rasulullah, wir wundern uns, o Gesandter Allahs. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt daraufhin zu ihnen, Afala unzirukum bi'a'jaba min dhalik? Soll ich euch nicht vor etwas warnen, was noch viel verwunderlicher ist? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnte sie dann, er ermahnte sie und er zeigte ihnen auf, ja, dass man an diesen Orten sich nicht wundern sollte, sondern was sollte man tun? Man sollte Zuflucht suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Strafe. Dass einem nicht genau dasselbe geschieht. Und hier zeigt uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch einmal, wie der Muslim grundsätzlich durch die Welt gehen sollte. Der Muslim, er geht nicht durch die Welt wie andere normale Touristen. Ja, ein Tourist, der geht an einen Ort, guckt sich es an, freut sich über die Kunst, staunt darüber, aber ein Muslim sollte anders sein. Ein Muslim kann sich auch für Kunst interessieren, gar keine Frage. Er kann sich auch für Ruinen interessieren. Aber ein Muslim hat noch einmal einen weiteren Blick. Und zwar diesen religiösen Blick, wo er all die Dinge, die er sieht, verbindet mit seinem Glauben und sich darüber Gedanken macht, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala solch ein fortschrittliches Volk, was solch eine zivilisatorische Errungenschaft hatte, vernichtet und dem Erdboden gleichgemacht. Was haben sie getan? Was ist der Grund dafür? Das ist die Einstellung eines Muslims. Ein Muslim sollte sich immer wieder darüber Gedanken machen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnte uns immer wieder davor. Und deswegen, als sie dann an diesem Ort aus einem Brunnen Wasser schöpfen wollte, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen gesagt, tut das nicht. Sondern schöpft Wasser aus dem Brunnen, aus dem auch die Kamelstute von Salih getrunken hat. Naqab Salih, ihr kennt die Geschichte, ja, mit der Kamelstute, als Allah subhanahu wa ta'ala aus dem Felsbrocken dann als Wunder für den Propheten Salih eine Kamelstute hat herauskommen lassen, da war es ihre Prüfung gewesen, dass sie an einem Tag aus dem Brunnen trinken können und die Kamelstute an einem Tag. Also die Kamelstute hat einen Tag und das Volk hat einen Tag. Und sie haben sich nicht daran gehalten und sie haben diese Kamelstute getötet, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann dieses Volk vernichtet hat. Weil sie aus den Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala nichts gelernt hatten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihnen verboten, ja, aus ja, diesem Brunnen Wasser zu schöpfen und hat zu ihnen gesagt, schöpft nur aus dem Brunnen Wasser, aus dem auch die Kamelstute getrunken hat, was sie dann auch daraufhin getan haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kommt jetzt in Tabuk an. In Tabuk ist kein Feind vorhanden. Keine Armee, gar nichts. Was macht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er lässt sich dort ganze 20 Tage nieder. Aber in diesen 20 Tagen ist er nicht tatenlos, sondern der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er versucht in diesen 20 Tagen verschiedene Pakte zu schließen mit den umliegenden Stämmen. Und das hat auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geschafft. Ja, es wurden sogar ihm einige Geschenke zugeschickt von einigen Herrschern aus der Umgebung. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sandte auch einige Trupps hinaus, welche die Umgebung erkundschaften sollten. Unter anderem wurde auch ein Mann gefangen genommen, das war ein Anführer gewesen, der hieß Ukaydir, der dann auch dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Treue geschworen hat. Er ist kein Muslim geworden, aber sie haben dann eine Abmachung gehabt, dass sie eine jährliche Steuer an die Muslime zahlen sollen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als die Sahabe die Kleidung von diesem Ukaydir, von diesem Anführer dieses arabischen Stammes gesehen haben, ja, wie teuer sie gewesen ist, meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann zu den Sahabe, wundert ihr euch etwa über die Kleidung von diesem Mann? Bei Allah, die Handtücher von Sa'd ibn Mu'ath im Paradies sind besser als die ganze Kleidung, die er trägt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat immer wieder den Blick der Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf das Jenseits gerichtet, sodass sie nicht in Versuchung geraten, wenn sie das diesseitige Leben und den Luxus des diesseitigen Lebens sehen.
Und hat ihnen deswegen gesagt, schaut mal, ja, all das ist nichts wert. Das, was ihr im Paradies erlangen werdet, ist doch etwas viel, viel Höheres als das, was ihr hier gesehen habt. Als die Muslime in Tabuk angekommen sind, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt. Oder bevor sie angekommen sind, einen Tag davor, meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innakum satatuna ghadan insha'allahu ein Tabuk. Morgen kommt ihr insha'Allah ta'ala bei der Quelle von Tabuk an. Tabuk war ein Ort gewesen, wo keine Menschen gelebt haben. وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارِ. Und ihr werdet erst dort ankommen, wenn der Tag schon angebrochen ist. Also es Vormittag ist. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer von euch ja, dort ankommt, der soll das Wasser nicht berühren, bis ich komme. Das Problem ist, zwei Männer haben nicht darauf gehört. Und sie haben schon dieses Wasser angefasst, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr zornig wurde, weil er ausdrücklich gesagt hat, sie sollen das Wasser nicht berühren, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Wasser nämlich segnen wollte. Und er sagte zu ihm, habt ihr ja, das Wasser berührt? Und sie sagten ja, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam entgegen seiner Natur ihnen harte Worte sagte. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Wasser gesegnet. Und subhanallah, hört mal, was der Prophet jetzt sagte. Er sagte zu Mu'ath ibn Jabal, Yushaku ya Mu'ath, in talat bika hayatun an tara ma hahuna qad muli'a jinana. Es wird bald eine Zeit kommen, Mu'ath, solltest du lange leben, dass dieser Ort, an dem du dich hier gerade befindest, wo nur Wüste ist und ein bisschen Wasser, dass dieser Ort voller Gärten ist. Und subhanallah, die Prophezeiung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam sollte sich bewahrheiten. Heute ist Tabuk eine der größten Städte in Saudi-Arabien. Und es ist eine sehr, sehr grüne Stadt. Durch das Dua unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obwohl vorher dort überhaupt keine Menschen gelebt haben. Allahu Akbar. Ja, was für eine Prophezeiung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als die Muslime in Tabuk gewesen sind, ist ein Mann gestorben, der zu den aufrichtigen Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gehörte. Und zwar heißt dieser Mann Dhu al-Bijadain. Dhu al-Bijadain. Dieser Dhu al-Bijadain, ja, das ist ein Beiname, der hieß Abdullah Dhu al-Bijadain. Ja, der hieß so aus einem ganz bestimmten Grund. Was heißt denn Dhu al-Bijadain? Weiß das jemand? Was bedeutet denn das Wort Dhu al-Bijadain? Der mit den beiden Bijats. Was ist ein Bijat? Bijats ist Kleidungsstück. Ist ein Kleidungsstück. Was ist der Grund, warum er so hieß? Und zwar, der Grund hierfür ist, dass dieser Mann den Islam angenommen hat, aber seine Familie ihn nicht gehen lassen wollte. Und als er dann es geschafft hat, ja, sich auf den Weg zu machen, haben einige ihn noch festgehalten, sodass sie von ihm sein Oberteil vom Körper sozusagen gerissen haben. Und er hatte nur noch ein sozusagen Kleidungsstück gehabt. Und dieses Kleidungsstück ja, hat er dann, bevor er in Medina ankam, in zwei Teile gerissen, sodass er seinen Oberkörper bedecken konnte und seinen Unterkörper bedecken konnte und kam dann so zum Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Und das ist der Grund, warum er dann den Beinamen bekommen hat, Dhu al-Bijadain. Abdullah ibn Mas'ud, er berichtet jetzt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn bestattet hat. Und zwar sagte er, wir waren sozusagen in Tabuk gewesen und mitten in der Nacht sah ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr und Umar ibn Khattab. Und ich sah, wie sie ein Loch im Boden ausgehoben haben. Und dann ging ich dorthin und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu Abu Bakr und Umar, Adniya ilayya akhakuma. Ja, bringt euren Bruder, der gestorben ist, mir näher. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma inni amsaytu radiyan anhu. O Allah, ich bin mit ihm zufrieden. Farda anhu, so sei du mit ihm zufrieden. Abdullah ibn Mas'ud sagte dann daraufhin, Ya laytani kuntu makana sahib al-hufra. Ya laytani kuntu sahib al-hufra. Wäre ich doch derjenige, der jetzt ins Grab hinabgelassen wird. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese schönen Worte über Abdullah Dhu al-Bijadain gesagt hat. Was lernen wir daraus? Erstens,
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat diejenigen in besonderer Weise geehrt, welche auch Besonderes geleistet haben. Weil es ist nicht selbstverständlich, das, was Zu al-Bijadain getan hat. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Armee von 30.000 Männern, ja, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ehrt ihn in besonderer Weise, ja, und sagt solche schönen Worte über diesen Mann. Und dass er mit ihm zufrieden ist und macht ein solch schönes Dua für ihn. Und gleichzeitig lernen wir daraus, dass die Sahaba radwanullahi alaihim immer nach einer Sache gestrebt haben. Sie haben immer nach dem Wohlgefallen Allahs gestrebt. Sodass sie sich sogar gewünscht hätten, tot zu sein, nur damit sie dieses Dua bekommen. Nur damit sie dieses Dua bekommen. Es ging ihnen nicht darum, wie lange sie leben. Es ging ihnen darum, Hauptsache, Allah subhanahu wa ta'ala und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sind mit mir zufrieden. Das ist es, worauf es ankommt. Und genau das ist es, wonach wir immer wieder streben sollten. Nach dem Wohlgefallen Allahs. Es kommt nicht auf die Länge unseres Lebens an, sondern es kommt darauf an, dass wir von dieser Welt gehen und Allah subhanahu wa ta'ala ist mit uns zufrieden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dies erreichen lassen. Amin, Rabbil Alamin. Auf dem Weg nach Tabuk und auch auf dem Rückweg gab es einige Wunder, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bewirkte. Ein Wunder war, dass die Sahaba radwanullahi alaihim sehr, sehr starken Durst hatten. Und sie hatten nichts mehr zu trinken gehabt. Woraufhin dann Abu Bakr as-Siddiq zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam ging und sagte, ja Rasulullah, bitte doch Allah, dass es endlich regnet. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erhob seine Hände und machte Dua und es kam eine Wolke auf und es fing an plötzlich zu regnen. Was lernen wir daraus? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat seine Stellung als Gesandter Allahs nicht immer direkt ausgenutzt, sondern er hatte Schamgefühl gehabt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat nicht bei Allah Ta'ala direkt gebeten, oh Allah, lass ein Wunder aufkommen und schicke uns Regen, sondern er schämte sich. Erst als die Sahaba radwanullahi alaihi, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gefragt hatten und gesandt, Allah, bitte doch Allah, dass er uns einen Ausweg gibt, hob der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Hände und er machte Dua für die Sahabe und für sich selbst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre, die uns lehrt, Adab im Dua zu haben. Adab im Dua. Was heißt das Adab im Dua? Was bedeutet Adab im Dua? Dass ich es nicht übertreibe im Dua. Aber Dua ist doch an sich etwas Gutes. Ja, ist etwas Gutes. Und ich sollte auch immer wieder Dua machen. Aber wenn ich Dua mache, sollte ich Dua machen mit etwas, was realistisch ist. Und ich sollte es nicht übertreiben. Das ist genauso, wie wenn ich einen Menschen um etwas bitte. Wenn ich einen Menschen um etwas bitte, was habe ich? Ich habe ein bisschen Schamgefühl. Und ich bitte ihn um etwas, was im Rahmen des Möglichen ist. Und genauso auch, wenn ich Allah Ta'ala bitte, sollte ich Allah Ta'ala immer mit etwas Schamgefühl bitten. Ich weiß, Allah Ta'ala, er ist zu allem fähig. Aber ich sollte nicht unverschämt sein in meiner Bitte. Wenn ich nichts habe, plötzlich sage, oh Allah, lass mich zum reichsten Menschen der Welt werden. Was ist das? Ja? Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Sondern ich sollte immer diesen Adab in meinem Dua haben, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns dies auch aufgezeigt hat. Dann ebenfalls, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, er vermehrte, das hatten wir schon erwähnt gehabt, das Wasser von Tabuk, sodass jetzt sozusagen dort eine Quelle ist, von der die Menschen immer noch dann leben können und welche zu einer großen Stadt geführt hat, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch berichtet hatte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er befand sich jetzt auf, genau, eine Sache, die ich jetzt noch hier übersehen hatte, ist die Vermehrung des Essens. Und zwar, es kam ebenfalls auf dieser Reise dazu, dass die Muslime nichts mehr zu essen hatten. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was getan hat, er hat von den Muslimen verlangt, dass sie all ihre Reste, die sie haben, zu ihm bringen sollen. Es war nicht viel gewesen. Ich meine, man muss sich vorstellen, bei so vielen Menschen, 30.000 ungefähr, oder das 20.000 sein, das ist eine große Menge. Und sie legten das dann auf ein Tuch, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Dua machte, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Essen segnen möge.
Und subhanallah, alle Sahaba, die anwesend gewesen waren, haben dann von diesem Essen genommen und konnten damit ihre Behälter auffüllen, sodass jeder genügend zu essen hatte und gesättigt war. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende sprach: Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin. Das machte er aus Verwunderung heraus. Und aus Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, ja, sprach er diese Worte, ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn auserwählt hat dafür und dass er ihm solch einen Segen gegeben hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kommt jetzt zurück nach Medina. Und in Medina geschieht jetzt Folgendes. Und zwar all die Leute, welche zurückgeblieben sind, kommen jetzt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und was machen sie? Sie entschuldigen sich. Oh Gesandter Allahs, ich konnte meine Familie nicht zurücklassen. Haben sich irgendwas ausgedacht. Oh Gesandter Allahs, meine Frau ist krank gewesen. Oh Gesandter Allahs. Und jedes Mal, wenn einer von den Heuchlern zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und ihm irgendetwas erzählte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was? Möge Allah dir vergeben, deine Entschuldigung ist angenommen worden. Es gab keine Konsequenz. Es gab aber drei Männer, die zu den Aufrichtigen gehörten und welche dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht angelogen haben. Und über diese drei Männer wird eine sehr, sehr lange Überlieferung in verschiedenen Hadith-Büchern überliefert, unter anderem auch in Sahih al-Bukhari. Und zwar die Überlieferung von Ka'b ibn Malik. Über sich selbst und über seine beiden Gefährten. Wie hießen die beiden anderen? Hilal ibn Umayyah und Marara ibn Rabi'. Diese drei haben eine lange Geschichte, auf die wir insha'Allah ta'ala, ich schau mal auf die Zeit nur, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit insha'Allah ta'ala, auf die wir insha'Allah ta'ala versuchen werden, in aller Kürze einzugehen. Und zwar begibt sich jetzt Ka'b ibn Malik und die beiden anderen, Hilal ibn Umayyah und Marara ibn Rabi', welche aufrichtige Muslime gewesen sind, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und Ka'b ibn Malik ist die ganze Zeit hin und her gerissen. Soll ich dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Wahrheit sagen? Oder soll ich ihm eine Ausrede auftischen, genauso wie die anderen das getan haben? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er nahm eine Entschuldigung nach der anderen an und jetzt kam die Reihe für Ka'b ibn Malik. Und Ka'b ibn Malik, er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, O Gesandter Allahs, ich hatte keine Ausrede. Es ging mir nie besser als in diesem Jahr. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, was ihn betrifft, so hat er die Wahrheit gesprochen. Geh zur Seite. Subhanallah, bei allen anderen wusste er, sie lügen. Aber er hat ihre Lüge bestätigt. Sie einfach gehen lassen. Warum? Weil sie keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Es ging hier nicht um weltliche Sanktionen. Das war keine weltliche Prüfung gewesen. Das war eine Prüfung gewesen in Bezug auf die Religion. Darum ging es. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ließ sie einfach gehen. Ka'b ibn Malik, der diese Geschichte im Übrigen seinem Sohn erzählte und sehr, sehr aufrichtig war und ihm alle Details erzählte, Ka'b ibn Malik, er sagte, es kamen dann einige Heuchler zu mir, die gehört haben, was ich gesagt hatte. Und sie sagten, oh Ka'b, was ist los mit dir? Erzähl dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch irgendetwas. Und er wird sogar für dich Istighfar machen. Selbst wenn du gelogen hast, kein Problem. Wenn du Istighfar vom Propheten bekommst, ist so alles vorüber. Und dann sagte Ka'b, ich wäre fast wieder zurückgegangen, um dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam jetzt doch noch eine Ausrede aufzutischen. Aber dann hielt mich mein Haya ab. Und ich tat es nicht. Die beiden anderen, Hilal ibn Umayyah und Marara ibn Rabi', taten dasselbe. Und jetzt kommt die Entscheidung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Was ist die Strafe für diese drei?
über die Allah Ta'ala im Übrigen auch im Koran gesprochen hat, wie wir gleich sehen werden, insha'Allah Ta'ala. Die Strafe ist gewesen, keiner in Medina darf mit euch sprechen. Ihr werdet boykottiert für eine bestimmte Zeit. Und genau das sollte geschehen. Diese drei wurden isoliert. Ich muss die Geschichte etwas zusammenfassen, weil die Überlieferung ist sehr, sehr lang. Wir hätten darüber eigentlich einen eigenständigen Vortrag halten können. Deswegen fasse ich die Geschichte ein wenig zusammen. Keiner in Medina hat mit ihnen gesprochen. 40 Tage lang wurden sie boykottiert. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hierüber im Koran, in Surat al-Tawbah, relativ am Ende. Und zwar sagt Allah ta'ala, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Und was die drei betrifft, welche zurückgelassen wurden. Meine Frage an euch, wurden sie zurückgelassen oder sind sie zurückgeblieben? Sind sie zurückgelassen worden oder sind sie selbst zurückgeblieben? Sie sind zurückgeblieben. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie wurden zurückgelassen? Was ist der Grund dafür? Es muss auch einen Grund dafür geben. Ich meine, sie sind ja eigentlich aktiv zurückgeblieben. Keiner hat ihnen ja verboten, ja, sich anzuschließen. Keiner hat ihnen gesagt, ihr dürft nicht daran teilnehmen. Warum sagt Allah Ta'ala, sie wurden zurückgelassen? Ja, ganz, ganz wichtig. Du bleibst zurück, du denkst, du profitierst, Alhamdulillah, ja, ich musste mich nicht anstrengen, aber in Wirklichkeit wurdest du zurückgelassen. Allah hat dich nicht genommen. Allah hat dich nicht auserwählt, nicht auserkoren, dass du daran teilnehmen darfst. Genau diese Einstellung sollte der Muslim haben. Wenn ich bei einer guten Sache nicht teilnehmen kann, dann hat mich Allah nicht daran teilnehmen lassen. Und nicht ich habe es geschafft, mich davor zu drücken. Ich bin der Verlierer. Und deswegen wurden sie zurückgelassen. Und die Reue der dreien, die zurückgelassen wurden, das ist Vers Nummer 118 in Surat al-Tawbah. Und jetzt beschreibt Allah Ta'ala ihren mentalen Zustand. Hatta idha taqat alayhim al-ardu bima rahubat, bis die Erde ihnen eng wurde, bei all ihrer Weite. Ka'b ibn Malik, er berichtet das sehr ausführlich. Er sagt, er hatte das Gefühl gehabt, dass wirklich die Erde sich verengt hat. Er hat sich nicht mehr wohlgefühlt mit seiner eigenen Haut. Er meinte, Hilal ibn Umayyah, er ist die ganze Zeit zu Hause geblieben, er wollte nicht mehr rausgehen. Er selbst aber ist immer wieder in die Moschee des Propheten gegangen, um zu gucken, ob der Prophet sallallahu alaihi wa sallam doch in irgendeiner Weise ihm Aufmerksamkeit schenkt. Ist man gegangen, hat sich extra vor ihn gestellt, zu gucken, lächelt der Prophet vielleicht, gibt er ihm ein Zeichen, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihn klar und deutlich gemieden. Keiner durfte mit ihm sprechen. Keiner durfte mit ihm sprechen. Und die Sahaba haben sich daran gehalten. Und nach 40 Tagen geschieht was? Nach 40 Tagen kommt eine weitere Strafe hinzu. Jetzt müssen sich sogar die Ehefrauen von ihnen trennen, nicht also Tabak, sondern sie müssen sich zurückziehen und zurückhalten. Ganze 10 Tage. Sodass sie nicht mehr weiter wussten. Was für eine Strafe. Hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat. Und dann, wa daqat alayhim anfusuhum. Und ihre Seelen ihnen eng wurden. Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayh. Und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Nach 50 Tagen kam dann die Erlösung. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er bekommt, ja, offenbart, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben hat. Und die Leute, sie eilen zu Ka'b ibn Malik und zu Hilal ibn Umayyah und zu Marar ibn Rabi'a und sie verkünden ihnen die frohe Botschaft, Allah ta'ala, er hat eure Reue angenommen. Ka'b ibn Malik, er kann es kaum fassen. Und er rennt zur Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die Sahaba, sie freuen sich. Einer von den Sahaba, ja, fällt gerade sein Name nicht ein. Er steht auf und er umarmt ihn. Und Ka'b ibn Malik sagt, bei Allah, das werde ich ihm niemals vergessen. Dass er aufgestanden ist als Einziger, während alle anderen gesessen haben. Werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Was lernen wir daraus? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Manchmal ist es eine kleine Geste gegenüber einem Bruder oder gegenüber einer Schwester, welche das Leben dieses Bruders oder dieser Schwester verändern kann. Dass du ihm einfach ein bisschen Aufmerksamkeit schickst. Ein Bruder meinte einmal zu mir, subhanallah, ja, dass also er beeinflusst wurde durch jemanden, zu Namen ich jetzt nicht nennen möchte, inshallah ta'ala, was sein gesamtes Leben beeinflusst hat, ja, weil dieser eine ihm nur ein einziges Mal Aufmerksamkeit geschenkt hat, während alle anderen, zu denen er immer wieder gegangen ist, ihm Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es war einfach nur ein paar Minuten gewesen, wo diese Person für ihn da gewesen war. Er war in mehreren Moscheen gewesen, hatte ein Problem gehabt, er wusste nicht weiter. Und immer wieder haben die Leute ihn vertröstet, hatten keine Zeit gehabt, sich nicht wirklich um ihn gekümmert, waren abgelenkt gewesen. Und dann kam er einmal, ja, zu einer Person, die sich einfach die Zeit genommen hat. Gar nicht lange, meinte er, vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten. Aber diese 20 Minuten, 30 Minuten haben sein Leben komplett geändert. Und genauso hier bei Ka'b ibn Malik. Dass einfach dieser Sahabi aufgestanden ist, ihn umarmt hat. Ja, während alle anderen gesessen haben, ja, das würde, hat er ihn niemals vergessen. Das war für ihn, wie gesagt, etwas ganz, ganz Besonderes. Eine kleine Geste, die das Leben eines Menschen verändern kann. Und wir haben schon oft darüber gesprochen bei Gelehrten. Ja, also am Donnerstagskreis hatten wir ja schon mehrere Gelehrtenbiografien, wo wir auch immer wieder aufgezeigt haben, subhanallah, manchmal ist es nur ein Wort, ein Satz von einem Gelehrten, ja, oder von einer Person zu einem jungen Menschen, die oder dieses Wort, welches das Leben dieses Menschen komplett verändert. Ein Beispiel hatten wir gehabt bei, wer war das gewesen? Al-Izz ibn Abd al-Salam. Ja, hatten wir, ich weiß nicht, ob einige am Donnerstag auch kommen von euch. Ja, Al-Izz ibn Abd al-Salam, ja, er ging einmal in eine Moschee. Ja, dort hat er gebetet und da war ein Gelehrter gewesen. Der sagte zu ihm, subhanallah, ja, dein Gebet ist ein sehr, sehr besonderes Gebet. Du betest genauso wie dieser Sahabi so und so. Oder wie dieser Tabi'i. Genau dasselbe gehört. Er meinte, das hat mein Leben so beeinflusst, ja, dass ich mich voll und ganz auf das Wissen konzentriert habe. Ein kleiner Satz, der das Leben eines Menschen beeinflusst. Und deswegen darf man solche Gesten niemals unterschätzen. Und Ka'b ibn Malik, ja, er ging dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und er sah, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam lächelte und sich freute darüber, dass Allah ta'ala seine Taube angenommen hat. Und dann sagte Ka'b ibn Malik zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulallah, dafür, dass Allah Ta'ala meine Taube angenommen hat, werde ich mein gesamtes Vermögen spenden. Werde ich mein gesamtes Vermögen spenden. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, nein, nein, nicht das gesamte Vermögen. Spende ein bisschen, aber behalte auch ein bisschen für deine Familie. Manche Menschen, wenn sie so enthusiastisch sind, wenn sie gerade anfangen sozusagen zu praktizieren oder wenn sie sich freuen über etwas, ja, was ihr Leben positiv beeinflusst hat, ja, dann wollen sie gleich, ja, in ihrem Eifer alles geben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, nein, bewahre das Maß. Nicht, dass du es im Nachhinein dann bereust. Und dann sagt Ka'b ibn Malik etwas unglaublich Wichtiges. Etwas, ja, was jeder Einzelne von uns in seinem Leben praktizieren sollte. Er sagte, ja, dafür, dass Allah Ta'ala mich akzeptiert hat, aufgrund der Ehrlichkeit, die ich an diesem Tag, ja, gezeigt hatte gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, schwöre ich, dass ich ab heute nur noch was tun werde? Weiß jemand was? Nur noch die Wahrheit zu sagen. Egal was ist. Ab heute werde ich nur noch die Wahrheit sagen. Ich werde nie lügen. Egal was ist. Und er hat sich daran gehalten, subhanallah. Nie wieder gelogen. Nicht einmal eine Notlüge. Ich werde immer die Wahrheit sagen. Und er sagte, das Einzige, was mich gerettet hatte an diesem Tag, war was gewesen? Die Wahrheit. مَا أَنْجَانِ يَوْمَ إِذٍ إِلَّا صُدْقُ. Nur die Wahrheit hat mich gerettet. Und das sollten wir verinnerlichen, meine lieben Geschwister im Islam. Die Wahrheit, ja, führt am Ende zur Rettung. Die Lüge führt ins Verderben. Du denkst in diesem Moment, ah, die Lüge wird mich weiterbringen. Ich werde dafür vielleicht, ich werde durch die Lüge vielleicht bewahrt vor einer Strafe. Oder ich werde durch die Lüge vielleicht, erlange ich etwas, durch den Betrug gelange ich schneller an Geld. Glaub mir, am Ende, ja, wirst du verlieren. Und das, was dich retten wird, ist immer die Wahrheit. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagte er? Er sagte, salawat rabbi wa salamu alaihi, inna sidqa yahdi ila albir. Die Wahrheit führt zu Frömmigkeit. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. Und
die Frömmigkeit, ja, sie führt zum Paradies. وَإِنَّ الرَّجُلْ لَيَصْدُقْ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Und eine Person, ja, sagt so lange die Wahrheit und strebt nach der Wahrheit, ja, bis sie bei Allah als wahrhaftiger niedergeschrieben wird. Und umgekehrt genauso. وَإِنَّ الْكَذِبْ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Lüge führt zu was? Zu Frevel. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Und der Frevel führt zum Höllenfeuer. وَإِنَّ الرَّجُلْ لَيَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Und eine Person lügt so lange und strebt nach dem Lügen, bis er bei Allah als Lügner abgestempelt wird. Immer die Wahrheit sagen. Eine Frage hätte ich noch, inshallah ta'ala, an euch. Was ist der Grund, warum Allah ta'ala diese drei Männer genau damit bestraft hat, dass sie isoliert wurden von der Gesellschaft und boykottiert wurden? Warum gerade solch eine Strafe? Warum wurden sie isoliert? Was ist der Sinn hinter dieser Strafe? Warum gab es nicht eine andere Strafe? Warum sollten sie nicht zum Beispiel extra viel spenden oder, weiß ich nicht, vielleicht auch eine körperliche Strafe? Ja? Was ist der Grund, dass sie von Allah ta'ala so bestraft wurden? Darin liegt eine tiefgründige Weisheit. Die Gelehrten sagen, Al-Jaza'u min jins al-amal. Al-Jaza'u min jins al-amal. Die Vergeltung einer Tat ist immer entsprechend der Tat selbst. Was haben sie getan? Sie haben sich selbst isoliert von der Gemeinschaft, in denen sie asozial gewesen sind. Ja, sie sind asozial gewesen, natürlich. Sie wollten nur profitieren von der Gemeinschaft, aber in diesem Fall, ja, wollten sie der Gemeinschaft nichts geben. Sie waren nicht bereit gewesen, sich daran zu beteiligen. Sie haben mehr an sich selbst gedacht als an die Gemeinschaft. Und dementsprechend ist ihre Strafe welche gewesen, dass sie von der Gemeinschaft, welche sie nicht stützen wollten, boykottiert wurden. Das heißt, ja, wenn ihr euch von der Gemeinschaft trennt, soll eure Strafe sein, dass sich die Gemeinschaft sich von euch trennt. Und sie sollten das verspüren, was sie da eigentlich gemacht haben. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Lehre. Viele Menschen in dieser Gesellschaft, auch viele Muslime leider, das muss man sagen, haben die Einstellung, Vater Staat ernährt mich. Mir ist es egal, ob ich Geld aus der Sozialkasse nehme, will aber gleichzeitig nichts einzahlen, bin nicht bereit, Steuern zu zahlen etc. Ich will immer nur profitieren, immer nur bekommen, nehmen. Aber ich bin nicht bereit zu geben. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Einstellung. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Einstellung. Eine Einstellung, die diametral dem gegenübersteht, was der Islam uns gelehrt hat. Dass ich als Muslim eigentlich immer für die Gemeinschaft da sein sollte. Und auch eine Bereicherung für die Gemeinschaft sein sollte. Aber asoziales Verhalten, bei dem ich nur an mich selbst denke und bei dem ich nicht bereit bin für die Gemeinschaft, für die gesamte Gemeinschaft, ob Muslime, nicht Muslime, ist völlig egal. Es ist die Gemeinschaft, in der ich lebe. Ja? Wo ich nicht bereit bin, für diese Gemeinschaft etwas zu tun. Aber immer fordere von der Gemeinschaft, immer nehmen möchte. Ja, so als Selbstverständlichkeit, das steht mir zu, aber nicht bereit bin, auch zu geben, das ist ein Verhalten, was der Islam aufs Äußerste ablehnt. Und das wird uns auch gezeigt in dieser Geschichte, subhanallah. Sie waren nicht bereit, etwas zu geben, deswegen war ihre Strafe gewesen, dass die Gemeinschaft sie ebenfalls boykottiert hat und isoliert hat. Ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen Lehren profitieren lassen und aus ihnen lernen lassen. Amin, Rabbil Alamin. Das sind die wichtigsten Ereignisse von der Schlacht von Tabuk gewesen. Es gibt noch ein, zwei Dinge, die wir vielleicht dann noch inshallah ta'ala nächste Woche kurz erwähnen werden, bevor wir dann auf das nächste Thema zu sprechen kommen werden. Inshallah ta'ala.